Wir sind nun in Beverly Hills am Rodeo Drive. Und also ich habe ehrlich gesagt schon alles vergessen, wie es aussah in GTA, aber es soll wohl 1:1 hier aussehen. So wie im Spiel, oder? Kennt sich besser aus? Total. Ha? Total sieht schlecht genauso aus. Okay. Ein kleiner Abgesch. Ja, so ein kleiner Bereich. Zum Beispiel der Juwelier. Gibt's tatsächlich. Wir laufen jetzt hier noch gerade auf dem Walk of Fame rum, auf der Suche nach Michael Jackson und Stan Lee. Die anderen beiden sind irgendwo da hinten. Ich bin hier gerade noch mit dem, leider auch nicht, mit Alex unterwegs. Ja, und wer sich auf jeden Fall Zeit nehmen möchte, um hier alle Sterne zu sehen, eine Stunde ist ein bisschen knapp. Ich habe mir gedacht, so viele liegen hier nicht. Ja, sind nur 2400, die wir jetzt durchgehen. Ich weiß auch nicht, aus welchem Stand die sind, die 2400. Und ist auf jeden Fall nicht nur eine Straße, das ist ja natürlich erstmal beide Straßenseiten. Dann auch noch sind beide Straßenseiten, dann auch noch mittendrin eine große Kreuzung, wo nochmal zwei Nebenstraßen weggehen mit den ganzen Namen. Und ach du Scheiße, ist das viel. Was haben wir hier alles? Nein, das sind sie auch nicht. Tony Martin, Konrad Nagel. Ich habe keine Ahnung. Nein, ich dachte schon Charlie, aber nein. Wir haben noch schon Namen gesehen von Neil Patrick Harris zum Beispiel oder Tina Turner. Also hier sind auf jeden Fall sehr viele Sterne mit sehr viel. Oh Mann, ey. Das ist einfach zu viele. Viel zu viele Sterne. Wir suchen weiter. Also wir sind jetzt einmal den kompletten Walk of Fame lang gelaufen. Komplett. Also mindestens 2 Stunden, wenn man das einigermaßen zügig durchgehen möchte. 3 bis 4 Stunden, wenn man sich wirklich jeden Namen einzeln durchlesen möchte. So wie zwei andere von uns. wir haben gefunden, also wir haben die gefunden, die wir gesucht haben. Ich zumindest Stan Lee und Michael Jackson. Michael Jackson direkt zweimal. Einmal ganz weit dahin. Dann. Einen Moment. Hier muss man lieber ein bisschen aufpassen. Dann vor diesem, ich glaube, Chinese Theater heißt das. Dort haben wir den auch nochmal gefunden. Und Stan Lee ganz weit dahin. Also weit auseinander geht's echt nicht. Und jetzt geht's erstmal essen. Nun sind wir angekommen am letzten Aussichtspunkt, den wir auf unserem Urlaub begutachten werden. Es ist eine geile Aussicht wieder, allerdings der einzige Nachteil, die Sonne steht viel zu tief. Nachdem wir gestern Abend im Griffith Observatorium waren, geht es nun weiter zum USS Midway Flugzeugträger, der Navy Seals meine ich. Ja,
Der liegt hier in San Diego. Wir müssen circa 4 bis 5 Stunden fahren, je nach Verkehr. Ja. Juhu! Und da wir alle hier so riesen sind, muss das Verdeck offen sein. Das heißt, die Sonne knallt. Ja! Yeah. Sonnenbrand incoming. Ja. Ich weiß nicht, ob man das hier zeigen kann. Hi! Das ist Sonnenbrand Michi. Ja. Wir haben alle so gelitten. Man sieht's, also ich habe ja die Probleme in San Francisco gehabt, komplett im Gesicht. Gestern hatte ich hier während der Fahrt die Kapuze die ganze Zeit oben gehabt. Das sieht man, weil man die Nase eigentlich nur noch alles abbekommen hat. Christian, bist du eigentlich irgendwas am Sonnenbrand? Ein bisschen, meine Nase war auch leicht rot. Ich hatte nicht den Ohrenbann. Aber jetzt geht's, glaube ich. Das ist alles schneeweiß. Ich denke, ich bin schon. Wenn wir es heute hinkriegen, gehen wir noch nach dem Flugzeugträger nach Viva la Mexico. Ja, nach gefühlt 3 bis 4 Stunden Autofahrt sind wir jetzt angekommen in San Diego an der USS Midway und alles mal ein ordentliches Teil. Ich weiß allerdings nicht, ob ich jetzt darauf Videoaufnahmen machen darf. Ich gehe mal nicht davon aus. Deswegen zeige ich euch das Teil wenigstens mal von außen. Nachdem wir jetzt auf der USS Midway waren, waren wir noch kurz essen und man kann es sich vielleicht schon ahnen, wo wir rumrennen. Na? Grenze. Kanada. Ja. Genau, wir sind jetzt gerade die komplette Westküste hochgefahren und sind jetzt an der kanadischen Grenze. an der Grenze de la Mexico. Mal gucken, wie es hier drüben aussieht. Der Tag neigt sich langsam dem Ende entgegen. Und wir hängen hier immer noch irgendwo im Dunkeln an der Grenze. Aber wir sind drüber. Wir sind jetzt geduldete mexikanische Besucher. Mario, schwimmt mal runter. Besser nicht. Nein. Da unten, ich weiß nicht, ob man das gerade sehen kann. So ein Transporter mit, so ein Truppentransporter. Muss nicht sein, nein. Der kommt erst, wenn wir nachher wieder zurück über die Grenze rennen. Ja, genau. Wenn wir uns Sachen nicht mehr rüberlassen wollen, müssen wir halt rennen. Wir lösen die Selbstversorgung schon aus. Genau. Hier rechts geht's zu USA, links nach Mexiko. Okay, wir sind aber schon in Mexiko. Wir gehen jetzt mal nach Mexiko, gucken uns ein paar Minuten um. Wenn wir keinen Bock mehr haben, gehen wir wieder zurück. Und ich hoffe, das gibt keine Probleme. Laut dem US-Officer soll das gar keine Probleme geben. Wir werden es nachher sehen. Jetzt darf ich legal filmen. Ich bin nämlich gerade noch auf dem Grenzweg gewesen und da war das verboten. Hat mich auch der Typ ein bisschen schräg angeguckt, so ein Typ. Oh nein, jetzt werden wir angesprochen. Och nee. No, thank you. Naja, geht schnell, man wird überall angesprochen. Hier wird man direkt mit dem Taxi angesprochen. In Hollywood überall mit CDs. Es ist nervig. Ja gut, Jetzt wirklich die Frage, was machen wir hier? Hier beginnt die Zone, wo du die Kamera wegstecken solltest. Bis gleich. Okay, kürzen wir das Ganze einmal ab. Wir waren kurz jetzt hier in Tijuana. Jetzt nicht wirklich drinnen, nur so halt direkt an der Grenze. Und weiter rein, jetzt in der Dunkelheit. Wir müssen noch 3 bis 4 Stunden nach Hause fahren, je nach dem Verkehr. Morgen müssen wir früh raus. Das reicht. Also wenn man hier einen Tag in Tijuana verbringen möchte, nicht erst abends ankommen.
auf jeden Fall mehr Zeit einplanen. Ja, dann fahren wir jetzt wieder zurück, ne? Ja. Dann ist jetzt nur die Frage, kommen wir zurück in die USA? Scheiße. Ich hab das Gefühl, wir werden nicht mehr zu viel vielleicht sein. Das könnte passieren. Verdammt. Wir werden bestimmt wieder auf DAX angesprochen, oder? Das war eine Ehre, mit dir zu reisen. Ja, jetzt haben wir das Wichtigste, die Hoteldinger sind ja durch. Jeder hat jetzt sein Rückreiseticket, also ist jetzt jeder auf sich allein gestellt, ne? Mario, du hast keine Reisepass mehr. Stimmt, morgen ist noch das Schießen. Stimmt, da war noch was. Da war noch was. Doch, ich komm mit. Ja, sicher. Ich komm safe mit. Ob du noch reinkommst? Auf jeden Fall. Also sehen wir uns gleich, hoffentlich, in der USA wieder.